Also ich hätte niemals gedacht, dass ich in einer TV-Show jemanden kennenlerne, der mir so direkt ans Herz wächst, so gleich am Anfang auch. Ist es eure Mama? Nein, Dina, was ist das? Der hat jetzt so Heulsoße. Hallo, Diana Freud. Hallo. Oh mein Gott, ich bin gerade im Schock. Ja, ich habe ein paar Fragen an die Diana und da wollte ich sie alleine für mich haben. Seid anständig, ja? Ja, alles gut. So. Okay. Dass Danilo was für dich was empfindet, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja. Aber dein Wiederkommen, dein Wissen von draußen, weil du warst ja draußen. Ja, klar. Ja, du konntest dir viel durch den Kopf gehen lassen, wie, was, wo. Und da konntest alles checken, alles, jeden Einzelnen. Und der Schwester im Haus, der nach dir sich gesehnt hat, das war er. Du hast deine Strategie aufgebaut, meiner Meinung nach. Mhm. Also ich finde, du spielst nur. Du hast dir Ziele gesetzt. Also ganz ehrlich, ich verstehe gar nichts mehr. Störe ich oder darf ich wieder kommen? Kannst kommen, komm gerade richtig, ja, klar. Ja, es gab halt hier so ein paar Sachen, die mir... Sie glaubt mir nicht wegen den Gefühlen zu dir. Und ich habe gesagt, sie hat dich gefragt. Es sind halt einfach Sachen draußen, wo ich gar nicht weiß, ob du überhaupt über sie weißt. Ich glaube, unser Kind war so ein Mittelding von den anderen Kindern. Ich glaube, Yasin und Samira hatten so das anstrengendste Kind. Komm, ist Samira selber. Ja, Yasin, kriegt dein Kind mal unter Kontrolle. Vor allem alle sind ruhig. Wieso schreist du? Ah!